Beispiel sich entwickeln können. Ich habe die Erste Republik mit all den Justiztricks der damals regierenden Christlich-Sozialen Partei erlebt. Und ich werde früh genug warnen und lasse mir das Recht, das zu tun, von niemandem streitig machen. Der Herr Bundespräsident hat korrekt gehandelt, es ist ein Glück, dass wir ihn haben, aber ich kenne andere Bundespräsidenten, die in solchen Situationen nicht die Grenzen und die Aufgaben erkannt haben. Herr Bundeskanzler, ist dieser Verweis auf die Erste Republik nicht übertrieben, wenn man in Rechnung stellt, dass alle Bundespräsidenten der Zweiten Republik eigentlich keinen Anlass zur Klage gegeben haben in diese Richtung? Dasselbe Bundespräsident heute gibt auch keinen Anlass zur Klage. Angesichts dessen, was heute in Spanien danach passiert ist, fragen Sie mich, ob ich übertriebene Ängste habe. Entschuldigen Sie. Ah, das ist noch kein Grund. Wir waren auch früher Österreich. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das in Österreich sich damals im Parlament entwickelt hat. Herr Bundeskanzler, mir sind die Ereignisse der Ersten Republik bewusst, aber wir sind ja jetzt in der Zweiten Republik. Das ist ja kein Grund, das ist eine sehr primitive Formulierung. Da müssen Sie überhaupt keine Geschichte mehr lernen, dann hat sie überhaupt gar keinen Sinn. In der Ersten Republik ist die Krise vom Parlament ausgegangen, dem man das Recht abgesprochen hat, es verweigert hat, sich selbst seine Regeln zu geben. Denn die Krise im Parlament damals wäre doch eine Konferenz der drei Präsidenten ohne Schwierigkeit zu beseitigen gewesen. Aber die Regierung hat es nicht erlaubt. Und weil man das alles erlebt hat, warne ich vor falschen Kompetenzen und vor falschen Versuchen, Leute in eine Sache hineinzuziehen, die nicht ihre ist. Ich sehe gewisse Tendenzen heute in der Welt und ich glaube, dass man denen steuern muss. In der Welt ja, aber in Österreich. Auch in der Umgebung Österreichs und auch gewisse Tendenzen in Österreich selber, die ich für besorgniserregend halte. Die Missachtung des Parlaments und seiner Möglichkeiten, solche Konflikte selber auszutragen.